Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück bei einer neuen Folge Raft. Wir sind noch auf Kurs, ich musste ein paar Mal gegensteuern, aber es sieht eigentlich recht gut aus. Ich lasse es jetzt mal weiterlaufen, mache es aus, weil die Batterie schon bald wieder leer ist. In der Zwischenzeit möchte ich gerne was machen. Und zwar... Ich hoffe, ich kann diese Böden hier wegreißen, ohne dass hier das da zusammenkracht. Mit den Böden hat es funktioniert, weil ein Problem ist, die sind falsch rum, ich sag einfach mal gesnappt, also die sind hier nicht längs wie die, sondern die Streifen wären so. Da hatte ich schon sehr oft das Problem und mich nervt es auch ein bisschen bei den Eckigen, da kann ich aber nichts machen. Hier zum Beispiel, hier, die kann ich glaube ich nicht richtig drehen, weil die sind so, wie sie sind. Bei der Seite hier passen sie ja. Aber bei der Seite sind die halt leider so verkehrt, sag ich mal. Deswegen habe ich ja hier auch extra so einen kleinen, wie so einen kleinen Balkon hingemacht, weil ich keine Lust hatte, die da wegzureißen alle und richtig zu machen wie die hier. Die haben Gott sei Dank gepasst. Hier habe ich auch noch ein Stück, sehe ich gerade. Könnten wir ja noch schnell mitmachen. Ich glaube, die brauchten nur... Holz. Ja. Hier hinten habe ich noch nichts gemacht, weil ich die Hoffnung habe, dass es noch mal schönere Schränke gibt. Und hier seht ihr, die sind falsch rum. Deswegen würde ich die ganz gerne wegreißen und hoffe, dass das nicht zusammenbricht. Es steht ja nichts weiter drauf. Ach ja, und... Noch was, das stand mit Sicherheit auch schon in den Kommentaren. Ich nehme ja ein bisschen im Voraus auf. Hat zwei Gründe. Zum einen beuge ich so ein bisschen Spoilern und Backseat Gaming vor. Wenn ich schon viel gemacht habe und viel selbst weiß und so weiter. Und zum zweiten... muss ich mich gerade ein bisschen von meinem Real-Life ablenken und es tut mir ganz gut, jetzt zu zocken und deswegen nehme ich die Folgen jetzt halt hintereinander auf, damit ich ein bisschen Ablenkung habe und so. So, hier dachte ich jetzt, dass ich ja die Beete hinmachen könnte. Ich würde aber, ich habe die jetzt hier weggemacht, das waren ja diese Blumenbeete. Würde aber ganz gerne... ich überlege gerade mal. Das Problem wird sein, wie es hier auch schon war. Wenn ich das weit außen hin mache, dann... fällt alles runter. Ich könnte rein theoretisch... Nein, theoretisch. Wie viel Platz haben wir denn hinten? Wenn wir da hinten noch eine Reihe rausmachen oder zwei. Ach ja, ich habe meinen Satz nicht zu Ende gebracht vorhin, ne? Was ich selber rausgefunden habe, es gibt hier diese Querstreben, die kannte ich noch nicht. Wenn du die hier setzt, also das habe ich hier gemacht... hier habe ich nachträglich gesetzt, hier. Dann konnte ich die Balken hier drin wegreißen. Und ich habe es hier nachträglich gemacht. Hier vorne. Da konnte ich die dann auch wegreißen. Und ich habe... Warte kurz. Hatte ich nicht noch wo mit denen gearbeitet? Hier. Hatte ich noch mit denen gearbeitet. Also, ich habe ja gesagt, dass ich eben überall diese Pillar hinsetzen muss, weil sonst das Dach nicht hält. Aber es gibt jetzt halt solche Querstreben, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie lange sie schon drin sind. Ich habe diese Querstreben noch bei keinem gesehen, den ich geschaut habe. Deswegen wusste ich nicht, dass es die jetzt ergibt. Aber, beziehungsweise, ich habe schon gesehen, dass es die gibt. Ich dachte nur nicht, dass die Support geben.
Ich dachte nur nicht, dass die Support geben. Und jetzt wollte ich solche Beete noch machen. Schrott. Wie viele... Warte mal. Ich muss erst mal gucken. Wir haben ja hier schon 4 Beete. Ich muss nämlich jetzt mal gucken, was alles in diese Beete reingeht. Beete sind nicht so klein. Was brauche ich hier noch mal? Palmblatt, Nagel, Kunststoff. Palmblatt. Nagel und Kunststoff. Das wird jetzt rausfallen wahrscheinlich. Warte mal, pack mal die beiden hier rein. Sechs Stück passt perfekt. So. Hau das auch nochmal wieder hier rein. Das kannst du mal... Den habe ich auch wegreißen müssen, weil der stand ja da, wo jetzt der leere Platz war. Frage ist, wo stellen wir ihn hin? Hier dachte ich ja, sehe ich schon irgendwas? Wahrscheinlich bin ich schon wieder in die falsche Richtung unterwegs, ne? Kann man den hier irgendwo hinstellen? Hier dachte ich, dass ich vielleicht noch so ein Zwischendeck mache oder vielleicht hier eine Treppe runter oder wie auch immer. Jetzt mal Auto laufen. Wir können den ja mal hier hinstellen, oder? Das sieht denn auch keiner wirklich so. Mal gucken, ob wir noch auf dem Kurs sind. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, das ist schon wieder Sturm. Es könnte... Nee, nicht mehr. Die Frage ist jetzt halt, wenn Sturm ist oder halt so ein Wellengang wie jetzt. Und beruhigt sich das wieder? Segeln wir dann von selbst wieder in die richtige Richtung? Oder muss ich nachsteuern? Das ist so eine Frage. Ich weiß auch nicht, in welche Richtung, wenn ich ehrlich bin. Gib bitte ganz, 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 ganz langsam runter, aber wir driften eher nach rechts, oder? War hier jetzt was am Horizont? Nee, ne? Nee. Eigentlich kann ich noch nichts sehen. Ich lasse es einfach mal kurz so. Warte mal kurz. Wo ist denn da hier? 1, 2, 3, bei dem hier, ne? Ich weiß, es würde da vielleicht in der Mitte eine Vogelscheuche reichen. Ich finde es aber so irgendwie cooler. Nur ich weiß nicht, ob die hier hingehen, weil das so nah an der Wand ist. Eventuell stelle ich hier drin noch eine hin vielleicht. Warte mal, ich wollte erst mal gucken, welche Samen ich hier überhaupt reinmachen kann. Okay, das sind Palmsamen, das ist jetzt unwahrscheinlich und
Mango weiß ich jetzt nicht. Ich habe Durst. Mach das mal hier rein. So. Wassermelonen gehen rein, Ananas gehen rein, Mango gehen nicht rein, weil das die Bäume waren, ne? Diese Mangobäume. Alles klar. Würden da eigentlich, ich bin nur mal neugierig, würden da die Samen reingehen? Das würde auch da reingehen, ja. Mache ich jetzt nicht, die kommen in die kleinen. Aber ich wollte nur mal gucken. So. Nein. So. Frage wird sein, lassen wir das so bei 2 Stück? Wir haben eigentlich genug, ne? Oh, Siegel. Wir haben eigentlich genug. Ja. Aber wir stehen auch gerade, ne? Weil... Ich will kurz mal was testen. Das war ja ungefähr die Richtung, in der wir vorhin unterwegs waren, ne? Ne. Jetzt wird's eh Nacht. Jetzt ist eh nichts mehr gerade. Wir schlafen erstmal. Dann bestimmt wieder Hunger und Durst. Nee, nicht einmal. Aber ich möchte gerne hier auffüllen. Ist hier noch was drin? Zufällig? No! Also ist auch okay, aber... No! Boah, hast du mich jetzt erschrocken? Moment. Irgendwann will ich ja das da unten eben auch mit den besseren machen und natürlich verstärken, aber das wird noch ein bisschen dauern. Oh! Und es hängt dann mit Sicherheit in der Wand. Ich muss sie woanders hin machen. Ich habe meine Wand kaputt gemacht. Kann die auch gar nicht mehr nehmen. Kann die auch gar nicht mehr nehmen. Aber ich kann die schon ernten und habe keinen Platz mehr für die Samen. Warum ging denn das so schnell? Es ging ja jetzt ja total schnell. Warum? Ist hier gerade irgendwas komisch? Muss ich mal reloggen? Kann das gerade... Ich meine, ich habe noch genug Samen, darum geht es mir nicht. Aber ich kann gerade nicht mehr...
2. Ich speichere mal kurz und log mal neu ein. Bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Ich habe mich mal neu eingeloggt. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Frage ist immer noch, wie ich das mache. Ich glaube, ich stelle es so hin. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Haben wir eigentlich dann drei oder vier passen, glaube ich, nicht hin. Wo ist die Mitte nochmal? Hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal. Ist okay. Was machen wir mit dem hier? Für 2 ist der Platz hier zu. Ich versuch mal. Machen wir 2 Ananas? Mach es so. So. Darf ich das da? Wir haben 5 Beete für Farbe. Wir könnten... Lenkt die komplett ab. Das passt mir zwar nicht, dass das so mittig steht. Eventuell, wenn die mal wegstehen, stelle ich eine hier hin und eine hier hin oder so. Ich weiß natürlich nicht, ob das dann hier so okay ist oder in welchem Radius das dann ist. Das weiß ich nicht. Wir müssen noch so viel tun. Wir haben ja Zeit. Oh Gott, wie viele Eier hier sind. Oh, hallo. Ich nenne dich, glaube ich, nach einem Weibchen und die blauen nach einem Männchen. Ich weiß, Klischee, bla bla bla, aber ich finde das schön. Hallo. Na, wer sind Sie denn? Ist das eine große Insel? Das ist die hier mit 240, ne? Und wir driften ab. Aber brauche ich da was? Brauche ich da was? Ich könnte Schrott. Nee, ich brauche nichts. Was braucht? Warte mal. Die müsste man bauen: Metallbahn und Scharnier. Haben wir, glaube ich. Fernglas, Bolzenglas hätten wir. Na, 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 na. Schrott. 2 Schrott. Und für die Leiterplatte nur das. Also wir treiben eh hin, ne? Wir treiben eh hin. Ach komm. So,
doch gerade Möwe gehört. Wir treiben Ehren. Und hier ist Lama. Könnten wir noch ein Lama holen? Warte. Piu, 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 piu. Wir schlafen erstmal. Dann sind zwar meine Werte wieder im Keller, aber hey. Na, es geht eigentlich. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Es geht. Dann würde ich aber... ich würde erst weitermachen. Damit wir hier mal vorankommen. Wir haben ja hier schon Sprinkler. Ich hatte ja schon Sprinkler gebaut. Allerdings... Warte kurz. Allerdings konnte ich den noch mit nichts verbinden. Ich habe so viel Rott in meinem Inventar. Warte. Habe ich das wieder weggemacht? Und wahrscheinlich kommt gleich wieder die Möwe, wo ich meinen Bogen wieder brauche. Wow! So, warte. War ja eh schon so ein Ding drüber, ne? Tada! Frage ist jetzt, ob wir... Ich mache das jetzt nochmal so. Einfach aus... Nee, mache ich nicht. Ich wollte sagen, einfach aus dem Grund. Aber der braucht auch Nägel. Überlege gerade, wie ich das am schlausten... Aber es ist nichts schlau daran. Du brauchst überall Nägel. Du brauchst überall Nägel. Also sonst hätte ich gesagt, du kannst zwar hier, ein Dings hinmachen. Wände. Allerdings. Warte mal kurz. Ja. Hätte es auch anders machen können und so lassen können, aber ich finde es so besser. So. Deshalb bleibt dann das Lama oben. Hier habe ich keinen. Was fehlt dir? Holz. Kann ich das Zeug aufnehmen, ohne dass was rausfällt? Ich glaube, es ist... Nee, ist noch nichts rausgefallen. Ich brauche eigentlich nur Holz. Okay, jetzt habe ich... Du warst bestimmt ein Palmblatt, ne? Du warst... Oh! Die Palmblätter kannst du liegen lassen.
Oder später aufnehmen und dann wegschmeißen. Ist auch noch eine Alternative. Ja. So, und passt da jetzt schon was her oder wollen wir lieber noch eins machen? Warte mal, fahr mal das da ab. Alles klar. Habe ich da schon mal drauf kauen? Hier ist eine rohe Kartoffel, die kannst du kurz mal hier reinschmeißen. Dann hast du wenigstens ein bisschen. Und schmeiß mal bitte... Ich kann nichts. Weißt du was? Schmeiß mal ein Dester kurz rein. Das kannst du auch mal kurz reinschmeißen. Den da brauche ich mit Sicherheit. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Okay. Du hier. Vielleicht, wenn wir die zu lange... Nee, das kann ich auch. Ich glaube, ich hatte da schon mal draufkaut und dann vergessen. Kann das sein? Ich hatte nur 4 gemacht, glaube ich. Aber wir können die ja hier lassen und obwohl... Nee. Überleg die ganze Zeit, ob wir die hier lassen sollen und hier Mango reinmachen sollen, weil hier ja schon die anderen sind. Verdammt. So. Dann haben wir eigentlich das da... Dann müsste ich hier noch einen holen. Dann hätten wir hier diese Anbaufläche. Dann habe ich schon wieder Blätter in meinem Inventar, die ich nicht haben möchte. Dann brauche ich Seil. Und was brauchte ich noch? Bolzen. Bolzen? Okay. Ich weiß nicht, wie viel... Wie die da hinten hinpassen. Hier ist alles in Ordnung. Oh, die sind schon weg. Die Arme. Ich müsste da bald wieder neue hinstellen. Hallo. So. Bäh. Passt es so? Schon, oder? Warte. Das sieht nicht schön aus. Ja. Moment. Wenn ich sie ein bisschen enger zusammenstelle, passt in der Mitte vielleicht noch eins hin. Eigentlich hätte ich es, warte mal, eigentlich hätte ich es hier hingestellt, ne? Moment. Naja. Voilà. Naja, wenn man jetzt so genau hinguckt. Bräuchte ich aber noch eins. Was hat mir gefehlt? Nägel, ne? Waren hier noch Nägel? Hier waren keine Nägel mehr. Magst du mal das kurz? Obwohl, warte, hier war was frei. Zwar nicht viel, aber es war was frei. So. Hier könnte ich auch noch reinmachen.
aus Versehen ein Ei aufgenommen. Und die spawnen die eigentlich, die Eier? Das ein Ding wird sein. Eventuell, wenn es schlecht kommt. Ich glaube, das müssen wir machen. Daran habe ich nicht gedacht, wir müssen noch ein bisschen breiter machen. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Kann man die gegenüberstellen? Wenn ich einen so, dann hätte man eine ganze Reihe mit diesen Sprinklern. Warte mal. Ich habe eine Idee. Machen wir aber in der nächsten Folge. Wenn ich die Sprinkler gebaut habe. Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn wir das jetzt halt noch ein bisschen rausziehen, wahrscheinlich wieder so. Warte mal. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht noch mal so zwei. Dann könnten wir hier, je nachdem wie groß die sind, so eine komplette Reihe mit Sprinklern machen. Und vielleicht dann mal einen Sprinkler hinstellen, der hier wässert. Dann Sprinkler, der die Bäume wässert. Dann Sprinkler, der hier wässert. Dann wieder Bäume. Nur ich weiß nicht, wie weit die Sprinkler gehen. Ob du pro Baum einen Sprinkler brauchst. Oder ob ich zum Beispiel auch, wenn ich hier zwei Bäume hätte und ich würde hier außen einen Sprinkler hinstellen, ob der dann beide wässern würde. Das wäre natürlich noch cool. Dann könnte man in der Mitte wie so einen, sag mal, einen freien Platz lassen. Links und rechts zwei so Bäume. Links und rechts auch einen Sprinkler hin. Jeweils in die Floßmitte. Und wenn der zwei sprinklert, wäre es voll cool. Das teste ich. Das teste ich. Das wird, ich höre es schon wieder und wahrscheinlich haben sie jetzt die eine schon weg. Ich habe es gehört. Ja, beide sind weg. Ich habe gehört. Ich lasse jetzt erstmal hier drin. Hoppala. Schade, dass man die nicht reparieren kann. No, die haben hier was schon geklaut. Diese Klaufixe. Ist es noch gedreht? Ja. Es ist noch gedreht. Die Klaufixe haben was geklaut. Weiß nicht. Ich muss mal beobachten, ob das hierfür mitzählt. Oder ob die da hingehen. Falsches Dings hier unten. Pack das mal hier rein. Dann brauchst du noch so einen Samen, weil die das gerade weggefuttert haben. Dann packen wir das hier rein. Moment. So. Musst du noch mal gießen? Ich hab Hunger. So. Aber dann mache ich für die Folge erstmal Schluss. Und dann kommt in der nächsten Folge nochmal so eine kleine Baufolge, glaube ich. Eventuell gehe ich auch schon mal rüber auf die Insel. Das weiß ich aber noch nicht. Oder wir gehen zusammen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall gibt es da ein Lama. Das möchte ich noch haben. Auch wenn wir fast keinen Platz mehr haben. Aber wir haben jetzt ein bisschen angebaut. Guck mal. Die sehen aber alle gleich aus, oder? Es gibt auch, glaube ich, Lamas, die ein bisschen größer sind. Eventuell. Finden wir die auch mal. Und ich brauche noch blaue Samen. Brauche noch, warte mal, mach mal den da weg. Warte kurz. Habe ich alle? Ach, weil es regnet. Ja, okay, ich sehe es ein. Ja, 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 alles gut. Verstehe ich vollkommen. Jetzt habe ich den ganzen Samen vom Sechser mit hergenommen. Why? So, wir machen.
Wahrscheinlich sind die jetzt halt schneller wieder weg, als ich gucken kann. Weil... Achso, es regnet gerade. Ja. 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 Ich weiß. Hab's auch gemerkt. Wir haben so wenig... wenig, was Hunger macht. So, aber dann würde ich jetzt an der Stelle mal Schluss machen. Ich hole meinen Werfer. Dann holen wir uns das Lama. Da, dann, 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 dann. Und dann, also in der nächsten Folge. Und dann farme ich das wieder ein bisschen ab und hoffe. Wie lange dauert es eigentlich? Wenn man die jetzt hat, tötet. Dauert es dann länger? Die zweite wieder da ist, wollte ich sagen. Ich muss halt auf die wirklich besser gucken. Weil die geben zum einen gut Fleisch. Also nicht gut, aber wenn viele kommen, geben sie gut Fleisch. Waren es unsere zwei, die da oben drauf waren immer? Und zum anderen müssen wir halt auf die Beete aufpassen, ne? Aber da es jetzt halt regnet, finde ich es eigentlich echt cool, dass ich das jetzt halt nicht gießen muss. Das ist sehr geil. Aber bevor ich jetzt noch weiter schwaller, mache ich hier Schluss. Wirklich. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir würden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wie gesagt, einfach dann ein bisschen bauen, farmen, Lama holen und so weiter. Und dann versuchen wir dann langsam wieder Richtung aufzunehmen im nächsten PUI. Und ja, dann war's das eigentlich. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.